Ausgabe von Craften.de. Ich bin der Dempo und heute möchte ich euch was vorstellen bzw. zeigen. Ihr seht es mit Sicherheit schon, und zwar Adventure Craft. Jetzt werden sich viele wahrscheinlich denken, jau, wieder irgendein Typ, der was von Zelda zeigen will, was er so Tolles da gemacht hat, oder ein Let's Play von irgendeinem tollen Zelda-Teil. Muss ich euch leider enttäuschen, ihr seid ein Irrtum, denn ich habe was Eigenes auf die Beine gestellt bzw. versucht, und ich möchte euch das nun gerne zeigen, und zwar die Minecraft-Version von Resident Evil 1 von der PlayStation 1. Kein Remake, sondern ja, halt so wie ich es damals kennengelernt habe mit meinen 6 Jahren, und ich möchte nun euch gerne zeigen, was ich da auf die Beine gestellt habe. Eins vorweg, die Map an sich ist nicht von mir, sondern von einem YouTuber, aber von ihm finde ich leider das Video nicht mehr, ansonsten will ich das jetzt in die Beschreibung packen und ihm natürlich auch die Credits geben. Aber alles andere, wie Tische, Stühle, also all die neuen Gegenstände, die es so in Minecraft nicht gibt, und die ganzen Gegner, tralala, an sich habe ich eingebaut. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendwie das Werk eines anderen geklaut und möchte das für mich anspruchen, so ist das nicht. Die Map ist sein Eigentum, wie auch immer nun sein Name ist. Wenn ich sein Video nochmal finde, werde ich auf jeden Fall drunter setzen den Link und seinen Namen natürlich auch erwähnen. Ja, also Credits gehen auf jeden Fall an ihn, und ja, dann lege ich mal los. Also neuer Spielstand, ich habe mir schon, also es wird mehrere Schwierigkeitsgrade geben. Resident Evil leicht ist halt leicht. Und das sieht folgendermaßen aus, dass wie im Spiel die ganzen Gegner dort auftauchen, wo sie auch auftauchen. Zumindest so wie ich mich daran erinnere. Und ja, man findet halt alles so wie in dem Spiel da wieder. Die Items sind genau gleich versteckt, die Gegner stehen an den gleichen Stellen, und im Grunde gibt es da nicht viel zu erklären. Und auch bei dem nächsten Schwierigkeitsgrad, also was dann normal wäre, ist es dann halt so, dass die Gegner halt immer wieder auftauchen, damit da ein bisschen mehr Action reinkommt, weil damals auf PlayStation gab es keinen Schwierigkeitsgrad zum Auswählen, zumindest nicht auf der Version, die ich habe. Und ja, da dachte ich mir, bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein, und dann habe ich mir halt gedacht, jo, machst du mehrere Versionen von der Karte, und ja, nun möchte ich euch gern die Version leicht zeigen, damit ihr nicht zu viele Neuheiten auf einmal seht. Das wäre nämlich ziemlich schade, wenn ich euch gleich alles neue Tralala vorweg schmeiße und dann, wenn ich es release, nichts mehr zum zeigen habe. Für das große Boom. Ja, dann hauen wir mal rein. Wir fangen nicht am Anfang an, sondern vor dem Wachhaus. Und ja, wie ihr es sicherlich schon hört, Original Sounds. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen zurechtgelegt. Und zwar eine Waffe, beziehungsweise zwei Waffen. Die Shotgun, die man im Herrenhaus finden kann, und die Anfangswaffe. Dann noch ein bisschen Munition, grünes Kraut und ja, den Gold Key. Wofür der ist, werde ich euch gleich zeigen, denn ich wollte für die, die Resident Evil nicht kennen, und für Anfänger eine kleine Hilfestellung reinbringen, und es ist, hat nichts mit Resident Evil zu tun, es ist mehr ein kleines Extra, was ich gerne lösen wollte. Wie ihr seht, habe ich auch gleich zwei Waffen in der Hand, links und rechts. Das ist bei der Adventure Mode schon eingebaut. Ich versuche irgendwie ein Skript zu finden, oder ist irgendwie auch immer selbst zu skripten, dass man nur eine Waffe hat und das Inventar wie im Spiel begrenzt ist, sprich man hat nur eine Sache zum Ausrüsten und man kann nicht zu viel tragen, damit ich das Tonsystem, was ich in dem neuen Spiel von Resident Evil ziemlich vermisse, auch gut umsetzen kann. Ja, falls ihr denkt, hier könnte man einfach aus der Welle flüchten, so ist das nicht. Ich habe hier eine Sperre reingesetzt, die ich euch jetzt ungern zeigen würde, weil das sonst etwas hässlich aussieht. Ja, also gehe ich mal rein, anstatt die ganze große Töne zu gucken, reden, was auch immer. Ich sage euch, was das ist. Ja, der Sound ändert sich, je nachdem welchen Raum man geht. Ich habe leider nicht alle Sounds gehabt, deswegen die Musik manchmal länger spielt, als sie sollte. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht
iTunes reingetan, so wie es üblich ist. Leider gibt es hier nicht so den Mischeffekt wie bei Resident Evil, dass man Rot und Grün kombinieren kann und Grün und Blau. Ja, vielleicht kommt da irgendwie nochmal so ein Script, ich hoffe es, weil mit Java kenne ich mich nicht allzu gut aus, beziehungsweise gar nicht. Dann mache ich mehr so Raten, hoffe es funktioniert. Ja, den Skin übrigens habe ich von einer Homepage, Minecraft Skins. Den Skin könnt ihr euch da runterladen, den werde ich auch unter das Video verlinken. Das soll der Jill Vector Style sein. Und was ich noch sagen will, ich habe natürlich auch den normalen Skin von Jill, nur ich will halt machen, dass man die Skins wechseln kann, wie im Spiel selbst auch. Wenn man das Spiel durchgespielt hat, kriegt man ja den Schlüssel für den Kleiderraum. Und ja, ich weiß zu viel. Und da könnte man die Kleidung wechseln. Und ja, das würde ich jetzt auch gerne einführen, dass man die Schlüssel nicht kriegt, wenn man es durchgespielt hat, weil das sehr wenig Sinn macht, sondern dass ich den Schlüssel eventuell am Anfang verstecke oder so und dann man die Kleidung wechseln kann. Man hat keinen extra Status davon oder sonst was, es sieht einfach nur toll aus und für so einen Resident Evil Fan bestimmt auch ganz lustig, das zu tragen. Ja, fangen wir gleich an. Ja, die Räume sind hier beschriftet, wie im Spiel selbst auch, also der Mapper hat sich versucht ziemlich ans Detail zu halten, was ich auch versuche, weil ich noch meine eigene Bilder von Resident Evil natürlich bauen möchte, die dann auch auf unserem Server zu sehen ist. Und ja, ich hoffe, sie wird euch gefallen. Dann gehe ich gleich mal in den ersten Raum rein, das wäre der Speicherraum. Unten habe ich Safe Point hingeschrieben, wenn man reingeht. Das erscheint nur einmal, nicht dass ihr jetzt mal, wenn man raus noch reingeht, hier dann Safe Point steht. Das wäre ein bisschen schade. Ja, sind immer diese Truhen vorzufinden, wo ihr Sachen ablagern könnt und so. Meist sind auch Sachen drin vorhanden, die man in den Speicherraum hätte finden können. Das wäre jetzt das gerade Krog gewesen. Und die Bomben im Spiel von Resident Evil gibt es nicht, da ich hier aber keinen Granatenwerfer habe, beziehungsweise die Bazooka, wie es in Teilen zu finden ist, habe ich mich für die Bomben entschieden, die ihren Zweck auch ziemlich gut erfüllen, wenn ich das mal sagen darf. Und ja. Kommen wir gleich mal zu meinem Extra, nicht dass ich das vergesse. Den Gold Key, bzw. Goldschlüssel, den gibt es in Resident Evil nicht, nur auf meiner Minecraft-Version und ich zeige euch jetzt auch warum. Und zwar habe ich kleine Sachen versteckt, und zwar sind auf der Map habe ich ein paar Überlebende versteckt hier und die alle lassen sich mit diesem Schlüssel ausfindig machen, bzw. lässt sich dadurch ein Geheimraum öffnen. Und die findet ihr folgendermaßen. Wenn ein Raum verschlossen ist, ich zeige euch das mal. Ihr seht die Musik immer ganz cool und manchmal hängt es ein bisschen durch die Aufnahme. Weiß ich jetzt nicht, ob das auch gut mitkommt. Ihr seht ja, ich muss das noch übersetzen, das wird auch noch passieren. Ich wollte aber unbedingt euch das zeigen. Auf jeden Fall, wenn eine Tür verschlossen ist, so wie diese, hier eine Stalltür erkennen könnt, braucht man jetzt ein bisschen Schalter. Ich habe hier gemacht, dass man Items einsetzen muss, in diesem Fall diesen roten Schlüssel. Und überall, wo ihr das seht, müsst ihr etwas eintauschen oder einsetzen. In diesem Fall dann halt den goldenen Schlüssel im Speicherraum, was ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar ist das hier versteckt. Wenn wir den Schlüssel jetzt hier einsetzen, ist egal welche Maus das ihr benutzt, ihr müsst das Item noch nicht mal in der Hand halten. Dann seht ihr, ihr habt ein Geräusch gehört, ihr guckt euch jetzt um, wo ist es denn? Und dann, da ist was im Boden verschwunden. Und meins war weg. Diesen Raum, den ich jetzt betrete, gibt es in Resident Evil nicht. Und wie ich sehe, habe ich sogar einen Fehler. Das gäbe da soll nämlich nicht sein. Also gehen wir einfach mal runter. Und hurra, wir sind in einem Raum. Und nein, das ist nicht... Also er soll es sein, aber es ist nicht der echte Cessologic, sondern ein NPC, den ich erstellt habe mit seinem Skin, der uns freundlicherweise... Also wir können ihn sogar begrüßen. Jetzt habe ich ihn angeschossen. Egal.
wir grüßen uns auf jeden Fall jetzt außerdem zweimal. So, also ich habe zum einmal noch drauf geklickt. Es ist leider immer der gleiche Satz, aber kann man nichts dran ändern. Und ja, der gute Herr will uns ein paar Sachen verkaufen. Und wir haben hier einmal 5 Medaillen von diesem Magazin, die ihr von Zombies bekommen könnt. Gegen 15 Magazine. Und ja, Zermelgrüne Kräuter. Wofür zeige ich euch jetzt? Und zwar seht ihr diese Herzanzeige unten, die ist euer Leben. Und grüne Kräuter macht immer ein Viertel Herz, was hier genug ist, finde ich, weil die Gegner zwar ordentlich abziehen, aber euch nicht wirklich oft treffen, zumindest nicht sollten. Also solltet ihr Lebenprobleme haben und ihr habt das für Zoro Jigs schon ausfindig gemacht, weil nicht jeder NPC verkauft das gleiche. Es ist übrigens jeder aus unserem Server vertreten hier. Ihr müsst sie nur finden. Jeder verkauft andere Sachen und bringt euch natürlich andere Vorteile. Die Medaille, das mit den Medaillen kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich noch keinen Zombie getötet habe. Und die Drop Rate ist auch nicht unbedingt hoch. Es soll ja, man soll ja sicher nicht mit Munition zugeschüttet werden. Und darum zeige ich euch jetzt erstmal das mit dem Unkraut. Und zwar, wenn ihr das hier einsetzt, dann fällt ein Herz von der Decke. Und ja, wenn ihr es aufhebt, kriegt ihr halt volles Herz. Finde ich ein guter Eintausch. 2 grüne Kräuter machen ein halbes Herz. Und wenn ihr es hier einsetzt, bekommt ihr halt ein ganzes dazu. Das heißt, wenn ihr wirklich knapp bei Leben seid und ihr den Speicherraum aufsucht, könnt ihr gleich euer Leben auffrischen. Ist nicht in jedem Speicherraum und nicht jeder PC ist in einem Speicherraum versteckt. Nein. Sie befinden sich willkürlich irgendwo auf der Karte versteckt. Noch nicht alle vertreten, aber der große Teil ist schon da und den großen Teil der Map war ja auch schon fertig. So, dann gehen wir mal wieder rauf und dann demonstriere ich euch mal die ersten Gegner. Standard-Minecraft-Gegner, halt die Zombies, wie Resident Evil auch üblich sind. Natürlich halten diese auch ordentlich aus, zumindest einige. Und die ersten Zombies hier im Wachhaus trifft ihr in Raum 1. Da ist auch schon, taucht ordentlich auf. Manchmal ein Schockeffekt, beim Maker habe ich auch selbst erschrocken und hier haben wir auch schon eine Pistolenmedaille bekommen und ihr seht nur eine. Hier das Buch und Shotgun-Munition, wie sie im Spiel auch zu finden ist, das Buch eigentlich auf dem Bett und die Shotgun näher im Schrank, nur leider, ich meinte, Schreibtisch. Nur leider kann man hier keinen Schreibtisch oder sonst derartiges öffnen, sondern man muss die Truhe verwenden. Aber ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich habe mich mit den Gedanken jetzt nach 3 Tagen abgefunden und hoffe dennoch, dass sich da irgendwie was anderes finden lässt. So. Wichtig bei Resident Evil war immer sich gut umsehen und jede Kacke ansprechen, die man ansprechen kann, wenn man weiterkommen will und alles, was glänzt und funkelt, anlabern. Das glänzt und funkeln geht jetzt leider nicht, aber wer Resident Evil kennt und Detail 1 gespielt hat oder oft gespielt hat, ich weiß nicht, wie oft jeder Resident Evil spielt. Ich habe den ersten Teil mittlerweile um die 15 Mal gespielt und weiß daher auch, wo ich suchen muss. In der Badewanne versteckt, den man nicht wirklich so gesehen hat, weil da eigentlich Wasser drin ist. Nur wenn hier Wasser drin ist, dann ist leider, kann man die Truhe nicht mehr öffnen. Und ja. Ja, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, Rätsel muss ich auch noch einige umsetzen, weil das in Minecraft ein bisschen schwierig ist. Wer es kennt, in diesem, also im nächsten Raum, es liegt gerade, egal. Nein, nicht egal. Hier drin gab es den Chemikalienraum, damit man den Boss am Ende dieses Raumes plätten konnte. Mit ein bisschen Tricks brauchte man einen Code, den man in im Dingensraum, in der Bar, ich sag jetzt mal in der Bar, finden konnte, indem man das Rätsel mit dem Belian-Kugeln gelöst hat. Lässt sich hier leider nicht so gut umsetzen, deswegen